Was würdest du tun, wenn du in einem verlassenen Pool mit einem blutrünstigen Krokodil gefangen wärst? Es gibt keine Möglichkeit zu entkommen und niemand kommt, um dich zu retten. Ich erkläre dir, welche Fehler du machst, was du tun solltest und wie du die 6 Meter Hölle in The Pool besiegst. Dieser Ort wird sich in eine Todesfalle verwandeln. Der Mann hier arbeitet als Crewmitglied bei einem Fotoshooting und bereitet sich auf die letzten Aufnahmen des Abends vor. Der Mann beschließt, eine Pause einzulegen und nutzt die Zeit, um sich eine lebensrettende Insulinspritze zu geben. Seine Freundin Koi kommt zu ihm und überrascht ihn mit einem Geburtstagsgeschenk, aber es ist nicht das, was er denkt. Sie holt einen eiförmigen Behälter heraus, öffnet ihn und enthüllt darin eine Babypuppe und fragt ihn spielerisch, ob er ihr schon einen Namen gegeben hat. Der Mann sagt ihr, sie solle nie solche Scherze machen, da sie sieht, wie ernst er es meint, entschuldigt sie sich sofort dafür, dass sie ihm das Spielzeug gegeben hat, bevor der Mann die Treppe hinaufgeht. Als er sich an die Arbeit macht, pfeift er und befiehlt seinem Hund, in die Luft zu springen, und die Produktion ist offiziell zu Ende. Doch schon bald wird das Ganze zu seinem schlimmsten Albtraum werden. Am nächsten Morgen entspannt sich der Freund im Pool, als sein Hund Lucky zu ihm ankommt und anfängt, ihn zu verbellen. Verärgert wirft der Mann einen Ball und der Hund jagt hinterher, aber als er ins Gebüsch rollt, überfliegt er eine Zeitung mit der Warnung, dass die örtliche Polizei nach einem gefährlichen Krokodil sucht, das in den Fluten entkommen ist. Im Wartungsraum schaltet der Freund Mayom die Pumpen ein und lässt den Pool ablaufen. Er führt den Hund zurück zum Besitzer und sagt ihm, er solle aussteigen, bevor es zu spät ist. Während er das Tier in ein Geländer bindet, legt er die Insulinspritze seines Freundes auf den Tisch in der Nähe und in diesem Moment klingelt das Telefon. Day stellt fest, dass seine Freundin anruft und stellt den Ton ab, bevor er seinen Freund bittet, ihm eine Pizza zu bestellen. Widerwillig stimmt Mayom zu und wirft ihm eine Rolle Klebeband zu, bevor er geht, aber die Männer haben keine Ahnung, dass ihm das Leben retten wird. Später am Tag wird der Mann durch das Bellen seines Hundes geweckt. Als er aufblickt, stellt er mit Schrecken fest, dass der Wasserstand gesunken ist und er nicht mehr entkommen kann. Verzweifelt schwimmt er zum Beckenrand, um herauszuklettern, und greift nach dem Licht, aber der Mann kann sich nicht festhalten. Sein Nagel reißt ab, als er in die Tiefe sinkt, und jetzt sitzt er ohne Ausweg fest. Okay, dieser Mann hat sich nur selbst die Schuld gegeben, und für jemanden, der seinen Hund Lucky genannt hat, hat er einen ziemlich schlechten Tag. Vorhin hat ihm sein Freund wortwörtlich gesagt, dass er in den Pool abläuft und er raus muss, bevor es zu spät ist. Die Tatsache, dass er eingeschlafen ist, nachdem er vor der Gefahr gewarnt wurde, macht ihn also zum totalen Idioten. Da das Wasser noch nicht vollständig abgelassen wurde, ist dies die beste Chance, die er jemals haben wird, zu entkommen. Der Pegel wird weiter sinken, bis er nicht einmal mehr den Vorsprung hier erreichen kann, also ist Zeit die wichtigste Ressource. Es wäre viel klüger gewesen, mit dem schwimmenden Gerät zur Wand zu schwimmen, anstatt Zeit damit zu verschwenden, hin und her zu gehen, um es zu holen. Er brauchte nur etwa 5 cm mehr, um die obere Kante zu ergreifen und sich hochzuziehen. Wenn ich an der Stelle wäre, würde ich als erstes versuchen, meine Füße zu benutzen, um eine Hebelwirkung zu erzielen. Wenn er sich mit der Kraft seiner Beine hochdrücken könnte, wäre der Schwerpunkt seines Körpers höher und der obere Rand des Beckens wäre in Reichweite. Diese Technik sehen wir immer wieder bei Bergsteigern, die ihre Beine extrem hoch anheben, um den nächsten Klettergriff zu erreichen. Eine andere Lösung könnte sein, den Floaty hier zu falten, um mich ein wenig höher zu heben. Der Nachteil ist, dass sich dadurch die Oberfläche verkleinert, was den Auftrieb verringert, und es wäre auch schwieriger, das Gleichgewicht zu halten. Aber wenn 5 cm alles sind, was wir brauchen, um zu entkommen, das vielleicht gerade genug, um den Unterschied zu machen. Der größte Nachteil dabei ist, dass er versucht, eine flache Wand mit nur einem Fuß zu erklimmen. Das lässt sich am besten lösen, indem wir zur Ecke des Beckens schwimmen, denn dort können wir uns an 2 Vorsprüngen abstützen, anstatt nur an einem. So könnten wir unsere Beine und Arme gleichzeitig benutzen, um uns hochzuziehen, und Day hätte eine viel bessere Chance zu entkommen. Schnell schwimmt er zurück, um sich das schwimmende Gerät zu schnappen und es an den Beckenrand zu bringen. Der Mann kniet sich in die Luftmatratze, um einen besseren Halt an der Wand zu bekommen. Als er aufblickt, um einen Spiegel zu sehen und bemerkt, dass sein Telefon in der Nähe liegt, kommt ihm eine clevere Idee. Er schnappt sich die Schärpe von seinem Gewand und bindet sie an seine Brille, bevor er sie auf den Beckenrand wirft. Er versucht, das Handy einzuhaken und über den Rand zu ziehen, aber es gelingt ihm nicht, es zu fangen. Plötzlich beginnt das Telefon zu vibrieren und bewegt sich langsam auf den Rand zu. Wenn es fällt und er es auffängt, kann er Hilfe rufen. In diesem Moment hört er seinen Hund bellen. Der Mann bemerkt, dass etwas nicht stimmt und sieht, dass sein Haustier auf der anderen Seite des Pols um sein Leben kämpft. Er opfert seine beste Chance, sich selbst zu retten, und schwimmt hinüber, um sein Haustier zu retten. Mithilfe des Schwimmkörpers schiebt er den Hund zurück auf den Sims, während das Handy des Mannes in den Pool fällt.
Er denkt, dass er die einzige Möglichkeit, Hilfe zu rufen, verloren hat, aber dann bemerkt er, dass das Telefon an seinem Ladekabel hängt. Verzweifelt eilt er herbei, schwimmt so schnell er kann und klettert die Wand hoch. Der Mann versucht, das Telefon zu greifen, stößt es aber versehentlich ins Wasser. In Panik bringt er das Gerät an die Oberfläche, aber es ist beschädigt und er kann niemanden um Hilfe rufen. Da fasst er einen Plan und schwimmt zum Abfluss des Pools, den er mit einem Handtuch abdeckt, um ihn zu verlangsamen. Über dem Wasser taucht ein Pizzabote auf und verkündet, dass er hier ist, um eine Lieferung zu machen, aber niemand antwortet. Er weiß nicht, dass der Mann unter Wasser gefangen ist und seine Kette am Abflussdeckel festhängt. Er bemerkt den Pizzaboten, der am Beckenrand steht, und erinnert sich, dass sein Freund sie für ihn bestellt hat. Mit aller Kraft schafft er es, die Kette von seiner Hose zu lösen und schwimmt so schnell er kann an die Oberfläche. Er schreit um Hilfe, aber es ist zu spät, denn der Pizzabote hat bereits geliefert und fährt mit dem Motorrad davon. Day sitzt in der Falle und es gibt nichts, was er tun kann, um zu entkommen. Okay, Day hier hat cleveres Denken bewiesen, aber er hat leider auch kein gutes Gedächtnis. Vorhin hat er seinen Freund gebeten, ihm eine Pizza zu bestellen und in Thailand werben Pizzalieferanten oft damit, dass sie eine Lieferung innerhalb von 30 Minuten garantieren oder die Bestellung kostenlos ist. Mit diesem Wissen hätte er bereits wissen müssen, dass Hilfe unterwegs ist. 30 Minuten sind keine lange Zeit zum Warten, aber anstatt in Ruhe über seine Möglichkeiten nachzudenken, hat er die beste Chance auf Hilfe verspielt. Das Interessante daran ist, dass wir, wenn wir wissen, dass die Pizza 30 Minuten braucht, bis sie ankommt, auch herausfinden können, wie lange es dauert, bis der Rest des Pools geleert ist. Nach dem Wasserstand vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen zu urteilen, scheint fast die Hälfte des Wassers weg zu sein. Das bedeutet, dass er nur etwa 15 Minuten Zeit hätte, bevor er auf dem Boden des Pools steht. Das ist nicht sehr viel Zeit. Und wenn ich schon bei allen Versuchen gescheitert bin wie dieser Typ, macht es viel mehr Sinn, auf den Pizzamann zu warten, als den Abfluss zu verstopfen. Jetzt stellt sich heraus, dass sein schlechtes Gedächtnis eine andere Fluchtmöglichkeit ruiniert hat und er hat es nie bemerkt. Als Lucky hier an der Kante hing, dachte Day, er müsse sich entscheiden, ob er das Telefon oder seinen Hund fangen will, aber das stimmt eigentlich nicht. Wenn du darüber nachdenkst, ist dieser Hund angekettet, ohne Futter und Wasser. Und das bedeutet, dass wir beide sterben werden, wenn wir hier nicht rauskommen. Wir haben nicht die Wahl zwischen seinem Leben und dem des Hundes, sondern zwischen dem Tod von uns beiden und dem Leben von uns beiden. Zum Glück gab es noch eine dritte Möglichkeit, denn Luckys Nahtoderfahrung hat uns einen großen Vorteil verschafft. Wenn du dir die Situation genau ansiehst, können wir nur entkommen, wenn wir die Dinge, die uns in diesem Pool zur Verfügung stehen, geschickt einsetzen. Es gibt eine Schwimmvorrichtung, einen 10 Pfund schweren Abflussdeckel, eine Liege, Glas, eine Pfeife, Stoff, Klebeband und eine Brille. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, diese Gegenstände zum Überleben zu benutzen, aber Day hat schon einige davon ausprobiert und ist damit gescheitert. Deshalb ist das Fallen des Hundes ein wahrer Segen, denn jetzt befinden sich zwei weitere Dinge im Pool, darunter die Kette des Hundes. Jetzt müssen wir den armen Welpen retten, aber zum Glück müssen wir ihn dafür nicht hochschieben. Vorhin, als sein Freund den Hund angekettet hat, haben wir gesehen, dass es ein Clip ist, der am Halsband befestigt ist. An meiner Stelle hätte ich das Telefon weggelegt und wäre losgezogen, um den Hund zu retten, aber erst einmal darauf gewartet, dass er von der Kante fällt. Wie du hier sehen kannst, ist die Kette sehr lang und hat viel Spiel, sodass du, wenn der Hund heruntergefallen ist, nach dem Halsband greifen und es lösen kannst. Auf diese Weise können wir nicht nur den Hund retten, sondern bekommen auch eine Kette, um uns selbst aus dem Pool zu ziehen. Selbst die schlechtesten Hundeschwimmer können locker über 30 Minuten im Wasser bleiben. Das ist genug Zeit für uns, um eine Leiter zu finden, die wir in den Pool stellen und wieder hineingehen können, um den Hund herauszuholen. Später kommt die Freundin am Pool an und findet den Mann schlafend auf dem Floß, nachdem er vor Erschöpfung ohnmächtig geworden ist. Sie beschließt, ihm einen Streich zu spielen und läuft über den Sprungturm, um ihn zu überraschen. Plötzlich wacht der Freund auf und warnt sie, nicht zu springen. Erschrocken rutscht sie aus und stößt sich den Kopf am Sprungturm, sodass sie in den Pool fällt und der Mann herbeifliegt, um seine Freundin zu retten. Als er sie auf das Floß zieht, stellt er fest, dass sie nicht bei Bewusstsein war und nicht schwimmen kann. Aus Angst, dass sie ertrinken könnte, taucht er nach der Abdeckung des Abflusses und zieht das Handtuch ab, um das Becken schnell zu entleeren. Jetzt sitzen sie beide hier fest und haben keine Möglichkeit zu entkommen. In der Nacht sieht der Mann nach seiner Freundin und stellt fest, dass sie immer noch bewusstlos ist und nicht aufwachen will. Doch dann beginnt der Hund laut zu bellen. Als er den Kopf dreht, sieht er zu seinem Entsetzen ein riesiges Krokodil, das auf der Jagd nach Futter ist. Der Mann kann nur zusehen, wie das Reptil näher kommt, aber der Hund hat Glück. Plötzlich stolpert das Krokodil über einige Stangen und fällt ins Wasser darunter.
Entsetzt sucht der Mann das Becken ab, denn er weiß, dass eines der tödlichsten Tiere der Welt ihn jeden Moment töten könnte. Am nächsten Morgen ist das Wasser vollständig abgelaufen, aber als der Mann nach seiner Freundin sieht, bemerkt er etwas in ihrer Tasche. Als er es herausnimmt, entdeckt er einen Schwangerschaftstest und der ist positiv. Er ist schockiert über diese Nachricht, aber er weiß, dass er immer noch erste Hilfe leisten muss, wenn er eine Chance haben will, dass sie überlebt. Der Mann sieht sich nach Klebeband um und stellt fest, dass es sich im Maul des Krokodils befindet und es gibt nur einen Weg, es herauszuholen. Langsam streckt er den Arm hinein, aber in diesem Moment wacht das Reptil auf. Der Mann schnappt sich gerade noch rechtzeitig das Klebeband und weicht zurück, bevor das Krokodil ihm die Hand abbeißen kann. Er kehrt zur Freundin zurück und versorgt ihre Wunde, um die Blutung zu stoppen, aber er weiß nicht, ob sie jemals wieder aufwachen wird. Später am Tag versucht er, den Abflussdeckel abzuschrauben, aber er ist festgeschraubt und der Mann kann ihn nicht entfernen. Er gibt auf und geht zurück, um nach seiner Freundin zu sehen, bemerkt aber die Rasierklingen-Halskette, die sie trägt. Das bringt ihn auf eine clevere Idee. Er will zum Abflussdeckel zurückkehren, ist aber schockiert, als er das Krokodil darauf liegen sieht. Okay, jetzt ist diese Freundin hier eine echte Nervensäge. Sie ist in den Pool gesprungen, ohne zu merken, dass die Hälfte des Wassers weg war und es keine Leiter gab, um wieder herauszuklettern. Das ist unglaublich dumm, aber eigentlich ist es viel schlimmer, als du vielleicht denkst, denn jetzt müssen wir unsere ganze Zeit damit verbringen, sie zu beschützen, anstatt nach kreativen Fluchtmöglichkeiten zu suchen. Das garantiert, dass wir keine Zeit haben werden, einen Weg nach draußen zu finden, es sei denn, jemand taucht auf, um uns zu helfen. Und da dieser Pool völlig verlassen ist, ist es eher unwahrscheinlich. Zum Glück für Day haben Krokodile trotz ihres Aussehens einige große Schwächen, die wir ausnutzen können, wenn wir vorsichtig sind. Erstens ist die Tatsache, dass es heiß ist, eigentlich ein Segen, denn Krokodile sind Kaltblüter, die viel Energie aufwenden, um sich abzukühlen und ihre Körpertemperatur nur regulieren können, indem sie ihr Maul offen halten. Das ist die Version des Schwitzens beim Krokodil und wenn es mehrere Tage lang direkt im Sonnenlicht ausgesetzt ist, ohne kühles Wasser oder Schatten zu haben, wird es viel schwächer. Das ist eine gute Nachricht für uns, denn es wird uns wahrscheinlich die meiste Zeit des Tages in Ruhe lassen und wir können sicher planen, wie wir es neutralisieren können. Die schlechte Nachricht ist, dass Krokodile nachtaktiv sind, das heißt, sie schlafen tagsüber und jagen nachts. Wenn wir am verletzlichsten sind, verwandeln die Instinkte dieses Reptils es in eine Tötungsmaschine. Das müssen wir um jeden Preis vermeiden. Wenn ich in dieser Situation wäre, würde ich das Mädchen zunächst so weit wie möglich vom Krokodil entfernt in die gegenüberliegende Ecke des Beckens legen und die Liege umdrehen, um sie in Schatten zu halten. Das hilft ihrem Körper, sich zu erholen, bietet weiteren Schutz, falls das Krokodil sich ernährt. Ich hätte mir auch das Klebeband geschnappt, weil es eines der wichtigsten Hilfsmittel für unser Überleben ist, aber ich würde meine Hand nicht hineinstecken, um es zu holen. Hier sehen wir, dass sich hinter der Couch totes Geäst befindet. Ich hätte das stärkste Stück abgebrochen und versucht, das Klebeband aus dem Maul des Krokodils zu ziehen. Das macht es vielleicht schwieriger, es zu bergen, aber aus einem Pool ohne Hand zu entkommen, ist viel schwieriger als aus einem Pool ohne Klebeband. Und das Risiko ist das einfach nicht wert. Das Krokodil weigert sich, sich zu bewegen, und der Mann nimmt das Klebeband und schwingt es gegen das Auge des Reptils. Das Krokodil krabbelt weg und er eilt zum Abflussdeckel, den er mit Hilfe der Halskette aufschraubt. Er wirft einen Blick hinein und sieht ein unterirdisches Rohrsystem und erkennt, dass es vielleicht noch einen anderen Weg nach draußen gibt. Der Mann rennt zurück zur Freundin, um nach ihr zu sehen, aber da dreht er sich um und sieht, wie das Krokodil in das Loch hinunterrutscht. Der Freund wird langsam verzweifelt. Er schreit laut in der Hoffnung, dass ihn jemand hört, aber niemand antwortet. Das Telefon ist zu beschädigt, um es zu benutzen. Er versucht sogar auf der Couch zu stehen, um den Vorsprung zu erreichen. Keiner seiner Ideen funktioniert. Als er keine andere Möglichkeit mehr hat, geht er in die Kanalisation. Er krabbelt bis zum Ende des Tunnels und entdeckt einen kleinen Raum, in den er sich hineinzwängt. Über ihm befindet sich ein Deckengitter und er klettert eine Leiter hinauf in der Hoffnung, einen Ausgang zu finden, aber als er oben ankommt, stellt er fest, dass das Gitter verschlossen ist. Als er in den Spiegel schaut, sieht er, dass das Krokodil wieder in den Pool geklettert ist, aber direkt auf seine bewusstlose Freundin zusteuert. Er eilt zurück, um sie zu retten, klettert aus dem Abfluss und packt den Schwanz des Krokodils und wirft es zur Seite, bevor er sie beißen kann. Er wehrt das Tier ab und geht nach seiner Freundin sehen, die endlich aufgewacht ist. Sie weiß nicht, was los ist und er erklärt ihr, dass sie in einem Pool mit einem Krokodil gefangen sind. Es ist eine schreckliche Lage und keiner von ihnen weiß, wie sie überleben werden, aber der Mann ist bereit, alles zu riskieren, um sie hier rauszuholen. Okay, dieser Mann hat Mumm. Er hat das Krokodil buchstäblich am Schwanz gepackt und es über den Pool geworfen, um seine Freundin zu retten. Er folgt dem Krokodil auch, ohne zu wissen, ob er lebend wieder herauskommt. Sein Leben auf diese Weise zu riskieren, zeugt von starkem Überlebenswillen, aber er hätte viel klüger vorgehen müssen.
Es ist auch eine gute Idee, mehr vom Tunnel zu erkunden. Wir müssen die gesamte Anlage absuchen, um sicherzugehen, dass es keinen anderen Ausgang gibt. Wir könnten leicht in eine Sackgasse geraten und hätten dann keine andere Wahl, als uns der Kreatur auf engem Raum zu stellen, wo sie uns gegenüber einen klaren Vorteil hätte. Dieses Risiko ist viel zu gefährlich, um es einzugehen, denn wenn er stirbt, dann sterben auch seine Freundin, ihr ungeborenes Baby und sein Hund. Wir haben hier die Verantwortung für 4 Leben, nicht nur für eines, also müssen wir die Risiken viel besser kalkulieren, als er es im Moment tut. Wenn ich hier wäre, würde ich systematisch jedes Element des Pools untersuchen, um herauszufinden, wie wir es ausnutzen können. Und das bringt mich zu diesen Lichtern hier. Als das Wasser noch ablief, versuchte er sie zu benutzen, um hochzuklettern, konnte sich aber nicht festhalten und riss sich den Fingernagel ab. Er hat aber nicht bedacht, dass dieses Glas zerbrochen werden kann. Wenn wir das Glas entfernen, kommt im Inneren eine konkave Kuppel zum Vorschein, die uns die benötigte Hebelwirkung gibt, um nach oben zu gelangen. Die Couch ist mindestens 2 Meter lang und Day hier kann mit ausgestreckten Armen wahrscheinlich weitere 2,5 Meter hinzufügen. Bei dieser Gesamthöhe sind diese Lichter die perfekten Griffe für ihn, um seine Beine an den Vorsprung hier hochzuziehen und die Spitze zu erreichen. In der Nacht sucht der Mann nach einem Weg, um aus dem Pool zu kommen, als er etwas an der Wand hängen sieht. Als er es herunterzieht, entdeckt er, dass es ein Telefon aus einem Pappbecher ist. Day ist frustriert, denn das wird ihm nicht zur Flucht verhelfen, und er setzt sich hin und wirft es zur Seite, als der Wind es wegweht. Als er aufblickt, sieht er, dass seine Freundin das andere Ende des Telefons ergriffen hat und der Mann es an sein Ohr hält. Über das Telefon sagt sie ihm, er solle nicht aufgeben und um der anderen Willen weiterkämpfen. Er fragt, wie es ihr geht, und das Mädchen sagt ihm, dass sie hungrig ist. Ihm wird klar, dass sein Hund auch hungrig sein muss, und hört dann sein Wimmern. Über ihm hält der Hund ein Stück Pizza im Maul und er bittet Lucky, es in den Pool zu werfen, aber sein Tier beschließt, es stattdessen zu fressen. Der Mann setzt sich hin, verärgert über diesen Verrat, ist aber überrascht, als die Pizzaschachtel neben ihm landet. Sein Hund hat ihm gerade das Leben gerettet und er teilt das Essen mit seiner Freundin und genießt die erste Mahlzeit seit Tagen. Es ist der 3. Tag und der Freund geht in die Ecke des Pools, um zu pinkeln, aber etwas stimmt nicht. Seine Sicht ist verschwommen und dem Mann wird schwindelig, weil er zu wenig Insulin zu sich nimmt. Er beginnt, das Klebeband abzuwickeln, um ein Hilfezeichen zu machen, aber der Mann bricht auf dem Boden zusammen und wird ohnmächtig. Er hat es geschafft, die Nachricht zu beenden und wacht in der Nacht auf und sieht seine Freundin besorgt anstarrt. Aber wenn er nicht bald die Insulinspritze bekommt, wird er sterben. Sie setzen sich zusammen auf die Couch und er fragt sie, ob das Krokodil etwas getan hat, seit er ohnmächtig war. Sie erzählt ihm, dass es ein paar Eier gelegt hat und er sieht, wie die neue Mutter ihr Nest beschützt. In diesem Moment beginnt es heftig zu regnen und das Paar sucht Schutz vor dem Sturm, aber ihre Probleme werden noch viel schlimmer. Okay, dieser Typ steckt in ernsthaften Schwierigkeiten. Nicht nur, dass er in einem Pool ohne Ausweg festsitzt und seine verletzte Freundin vor einem Krokodil beschützen muss, sondern er könnte auch in ein diabetisches Koma fallen, wenn er kein Insulin bekommt. Das Gefährlichste hier ist nicht sein Tod. Es sind die Symptome, die entstehen, wenn er bis zu diesem Zeitpunkt kein Insulin bekommt. Insulin hilft dem Körper, Glukose aufzunehmen, die Energie liefert. Ohne Insulin wird Day hypoglykämisch, was dazu führt, dass er unter extremem Durst, verschwommener Sicht und Kopfschmerzen leidet und schließlich das Bewusstsein verliert. Das sind nicht die Symptome, die man haben möchte, wenn man in einem Pool mit einem Krokodil gefangen ist. Deshalb müssen wir einen Ausweg finden, bevor diese Symptome so weit fortgeschritten sind, dass wir uns nicht mehr wehren können. Die gute Nachricht ist, dass es vielleicht einen Weg gibt zu entkommen, bevor die Dinge außer Kontrolle geraten. Vorhin hat er die Rolle Klebeband benutzt, um ein Hilfeschild auf den Boden des Pools zu kleben, aber das war reine Zeit- und Ressourcenverschwendung, denn wir sollten jeden Zentimeter dieses Materials nutzen, um zu entkommen. Klebeband ist für viele Dinge gut, aber eines der besten Eigenschaften ist, dass es eine extrem gute Zugfestigkeit hat. Ein einziger Strang kann, je nach Marke, bis zu 60 Kilogramm aushalten. Wenn ich hier wäre, würde ich zum Sprungbrett gehen, das über den Beckenrand hängt und das Klebeband 12 Meter weit ausbreitet. Dann können wir es durch die Metallstangen hier werfen und es bleibt genug Länge, um auf der anderen Seite aufzufangen. Eine einzige Rolle enthält bis zu 50 Meter, das heißt, wir haben gerade genug, um 4 Schlaufen zu machen. Damit hätten wir insgesamt 8 Stränge Klebeband, von denen jeder eine Zugfestigkeit von bis zu 60 Kilogramm hat. Es könnte also reichen, um uns hochzuziehen. Seine Freundin wiegt etwa 50 Kilogramm, also ist es vernünftig zu denken, dass 8 Stränge Klebeband ihr Gewicht lang genug halten könnten, um ihr zu helfen, den oberen Rand des Pools zu erreichen. Wenn unsere Ressourcen so endlich sind, müssen wir sie so effektiv wie möglich nutzen. Day hat sie verschwendet, indem er das Hilfeschild schrieb und eine imaginäre Tür in die Wand malte. Das war ein großer Fehler und wenn wir nicht alle unsere Möglichkeiten in Betracht ziehen, verpassen wir unsere besten Chancen zu entkommen.
Am vierten Tag ist der Blutzuckerspiegel des Mannes tödlich niedrig und er bricht vor Erschöpfung zusammen. Er ist leichte Beute für das Krokodil und es krabbelt zu ihm herüber, aber gerade als es auf das Handtuch tritt, fällt das Reptil in das Abflussloch und der Mann steht plötzlich wieder auf. Das war eine Falle und er stößt das Krokodil in das Pumpensystem, lässt den Deckel fallen und schleift das Sofa darauf. Das Krokodil hat keine Chance zu entkommen und vorerst sind sie in Sicherheit. Später benutzen sie Stöcke im Krokodilnest, um ein Feuer zu machen und die Eier in einem provisorischen Ofen zu kochen. In dieser Nacht teilt sich der Mann eines mit seiner Freundin und genießt einen ruhigen Moment, aber beide wissen, dass sie hier bald raus müssen, sonst werden sie sterben. Oben auf dem Sofa stehend hält er die Freundin auf den Schultern und drückt sie in die Luft. Sie versucht, den Rand des Pools zu erreichen und merkt, dass es unmöglich ist. Ihre Idee ist gescheitert und sie setzen sich auf die Couch, um über eine bessere Lösung nachzudenken. Da wird ihm klar, dass wenn sie nicht aus dem Pool klettern können, ihre einzige Möglichkeit darin besteht, durch das Abflusssystem zu entkommen und dass sie das Krokodil wieder herauslocken müssen. Nervös überprüft die Freundin die Spielzeugbehälter und stellt fest, dass die Puppe darin fehlt. Sie wird an ihre Schwangerschaft erinnert und fragt ihn, ob er wollte, dass sie das Baby los wird. Der Mann entschuldigt sich und starrt sie an, weil sie nicht glauben kann, dass er kein Kind haben will. Day erklärt ihr, dass er kein Kind großziehen kann und sich schämt, dass er kaum über die Runden kommt. Seine Freundin sagt ihm, wenn er stolz sein wolle, dann solle er sich darauf konzentrieren, sie um ihres Kindes willen hier rauszuholen. Am fünften Tag ziehen sie die Couch von der Abdeckung des Abflusses und ziehen sich zurück, als das Krokodil langsam aus dem Loch krabbelt. Als der Weg frei ist, eilen sie schnell in das Rohr, aber als die Freundin den Abfluss betritt, merkt sie, dass sie etwas zurückgelassen hat. Der Freund sieht sich um und bemerkt ein Spielzeug auf dem Boden und versichert ihr, dass er es holen wird. Der Mann geht hinüber, um es aufzuheben, aber in diesem Moment kommt das Krokodil auf ihn zugerannt. Zum Glück gelingt es ihm, in den Abfluss zu rutschen und ihn mit dem Deckel zu verschließen, sodass er nur knapp nicht gefressen wird. Sie krabbeln durch das Rohrsystem und suchen in dem kleinen Abteil Schutz, bis es dunkel wird, aber ihr Plan hat einen fatalen Fehler. Der Mann fängt an, unkontrolliert zu zittern, weil er zu wenig Insulin bekommt und wenn er keins bekommt, wird er sterben. Da erinnert er sich an die Spritze, die sein Freund auf dem Tisch liegen gelassen hat und ihm wohl klar, dass er alles hat, was er braucht, um sie zu bekommen. Er klettert auf die Leiter, hebt das Gitter hoch und benutzt einen Stahldraht, um ein Handtuch zum Tisch zu schieben. Er versucht, den Flaschendeckel, der ihn stützt, zu lösen und den Tisch umzukippen und das Insulin auf das Handtuch fallen zu lassen. Eine riskante Strategie, aber zum Glück landet das Insulin genau auf dem Tuch und er kann nicht glauben, dass das funktioniert hat, aber die Dinge gehen gleich furchtbar schief. Als er das Tuch zu sich heranzieht, zieht er zu stark daran und die Spritze purzelt über den Beckenrand und zerschellt in Stücke. Okay, das war eine ziemlich beeindruckende Leistung, aber auch eine ziemlich schreckliche Idee. Die Chance, dass er das Insulin auf einem kleinen Stück Stoff durch ein verschlossenes Metallgitter auffängt, ist so gering, dass er es gar nicht erst hätte versuchen sollen. Das Seltsame ist, dass das ein so ausgeklügelter Plan war, dass er viel darüber nachgedacht haben muss. Aber wenn man sieht, wie nah dieser Tisch am Rand des Pools steht, wird klar, dass er eine viel einfachere Möglichkeit hatte. Dieser Mann denkt nicht klar, denn es wäre einfacher gewesen, den Tisch umzustoßen, das Insulin im Pool zu fangen. So wie es aussieht, hatte er noch mindestens 6 Meter Klebeband übrig. Wenn er also die Rolle hochgeworfen hätte, um sie am Tisch zu befestigen, hätte er ihn in das Becken kippen und versuchen können, das Insulin auf dem Weg nach unten aufzufangen. Das hätte ihm mehr Kontrolle über das Ganze gegeben, als hinter diesem Gitter festzusitzen. Die Wahrheit ist, dass das Insulin eigentlich keine Rolle spielen sollte, denn sie hätten schon längst aus dem Becken entkommen können. Indem sie zusammenarbeiteten, konnten sie die Couch benutzen, während die Freundin auf den Schultern stand, um bis auf wenige Zentimeter an den oberen Rand heranzukommen. Das ist unglaublich frustrierend, aber vor allem, weil sie viel zu schnell aufgegeben haben. Wenn der Mann seinen Nacken versteift hätte und das Mädchen auf seinen Kopf getreten wäre, hätte sie genug Höhe gewinnen können, um den oberen Rand zu erreichen und sich hochzuziehen. Abgesehen davon sind all diese Probleme viel weniger dringlich, wenn wir nicht befürchteten müssen, von einem Krokodil getötet zu werden. Die Situation sorgfältig einzuschätzen und clevere Ideen zur Flucht zu entwickeln, erfordert Zeit und Geduld, aber das ist extrem schwierig, wenn man sich ständig verteidigen muss. Sie haben es bereits geschafft, das Krokodil in die Falle zu locken, aber es wieder hochkommen zu lassen, damit sie runtergehen können, war eine schreckliche Idee. In den Tunneln sind sie noch eingeschränkter und wenn sie keine weiteren Ausgänge entdecken, haben sie keine Möglichkeiten mehr. Die beiden sind so erschöpft, dass sie nicht mehr klar denken können, aber es wird noch viel schlimmer. Am sechsten Tag ist das Paar erschöpft und der Mann streckt seine Hand aus. Seine Freundin legt den Behälter hinein, als er anfängt, über das Baby zu murmeln, lässt das Spielzeug aber versehentlich auf den Boden fallen und es rollt unter ein Fass. Er streckt eine Hand heraus, um es zurückzuholen, aber entdeckt etwas ganz anderes.
Am ersten Tag hat der Freund Mariom seine Tasche aufgehoben und das Zigarettenetui des Freundes ist durch das Gitter gefallen. Der Mann hat es gefunden und weiß, dass es ihm gut gehen wird. Als er das Etui öffnet, findet er darin eine Insulinspritze und das Paar ist erleichtert, dass er überleben wird. Später am Tag hören sie etwas über ihn und sie sehen einen Gleitschirm am Himmel. Der Mann versucht, um Hilfe zu rufen, aber der Pilot hört ihn nicht. Seine einzige Chance ist, zurück zum Pool zu gehen, und er beginnt hinunterzuklettern, ohne zu bemerken, dass seine Hundepfeife an der Leiter hängen bleibt. Langsam krabbelt er in den Tunnel und sagt seiner Freundin, sie solle das Loch mit dem Metallfass verstopfen, damit das Krokodil nicht durchkommen kann. Er lässt sie zurück und macht sich auf den Weg aus dem Abwassersystem, wo er den Gleiter sieht und erkennt, dass es sich um ein ferngesteuertes Spielzeug handelt. Verzweifelt schreit der Mann um Hilfe, aber niemand antwortet ihm. Da sieht er eine Wäscheleine, die im Wind weht und über den Rand des Pools hängt. Das ist ein Ausweg und er geht zum Stacheldraht, bereit, diesen Ort endlich zu verlassen. Als er hochklettert, beginnt der Draht in seine Hände zu schneiden, aber er weigert sich aufzugeben. Das könnte die einzige Chance sein zu entkommen und er erreicht die Spitze, aber dann geht alles schief. Das Seil rutscht von der Stange und er verliert den Halt, sodass er auf den Boden stürzt. Durch den Aufprall hat er sich das Bein gebrochen und er tut sein Bestes, um sich eine Schiene zu machen, bevor er ohnmächtig wird. Später wacht er benommen auf und schaut sich um, um sich zu orientieren, aber da sieht er das Krokodil, das an seinem Bein nagt. Aus Angst, bei lebendigem Leibe gefressen zu werden, beginnt der Mann nach dem Gesicht des Krokodils zu treten und das Reptil lässt schließlich von ihm ab. Er krabbelt weg, so schnell er kann, aber er hat keine andere Möglichkeit, als um sein Leben zu kämpfen. Day schnappt sich einen Eimer und beginnt, das Krokodil zu verprügeln, bis es beschließt, ihn in Ruhe zu lassen. Okay, dieser Typ hat es nicht verdient, am Leben zu bleiben. Der Mann hat buchstäblich mit einem Eimer und einem gebrochenen Bein gegen ein Krokodil gekämpft und es trotzdem geschafft zu überleben. Aber wenn unser Leben in Gefahr ist, können wir nicht ständig auf Glück hoffen, um zu überleben. Selbst ein Reptil weiß, wo deine Schwächen liegen und wird versuchen, sie auszunutzen. Wenn wir also gerade das Gleiche tun, wird es ein aussichtsloser Kampf sein. Mit einem gebrochenen Bein ist ein Laufen nicht zu denken und diese Kreaturen sind täuschend schnell. Sie können sich an Land mit 10 Meilen pro Stunde bewegen und irgendwann werden wir gefangen und getötet, also bleibt uns nur der Kampf. Ein Krokodil ist eine extrem gefährliche Kreatur, aber es gibt viele Möglichkeiten, wie wir es angreifen können, um die Oberhand zu gewinnen. Krokodile haben ein sehr gutes Sehvermögen, weil ihre Augen horizontale Rezeptoren enthalten, die Fovea genannt werden, sodass sie in einem Panoramablick sehen können. Das ist ein klarer Nachteil für uns, aber genau deshalb sollten wir sie zuerst ins Visier nehmen. Die Augen sind nicht durch die dicke Haut geschützt und die Schnauze hat nicht genug Muskeln, um Schäden zu absorbieren. Das sind seine schwächsten Punkte. Aber es gibt noch ein Detail, das uns helfen kann. Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass die Bisskraft eines Krokodils zwar bis zu 3000 Pfund pro Quadratzoll betragen kann, also 206 Bar, aber wenn sie ihr Maul öffnen, tun sie das sehr langsam. Das liegt am extremen muskulären Ungleichgewicht im Oberkiefer, dass selbst ein dickes Gummiband ihr Maul nachweislich geschlossen halten kann. Wenn ein Eimer das schafft, dann ist das großartig. Aber wenn der Plottpanzer nicht auf seiner Seite ist, müssen wir auf seine verwundbarsten Stellen zielen. Day hätte vielleicht gar nicht gegen das Krokodil kämpfen müssen, wenn er klar denken würde. Sein Job am Set war es, diese Pfeife um seinen Hals zu benutzen, um seinen Hund zum Springen zu bringen, aber er dachte nicht ein einziges Mal daran, sie zu benutzen, um Hilfe zu rufen. Es mag albern klingen, aber Trillerpfeifen wurden speziell dafür entwickelt, mit wenig Anstrengung oder Lungenkapazität viel Schall über große Entfernungen zu übertragen. Mit 120 Dezibel ist sie viel lauter als ein menschlicher Schrei und wir müssen uns nicht heiser schreien. Das erhöht garantiert die Chance, dass sich jemand findet und die Tatsache, dass sie es nicht einmal versucht haben, ist lächerlich. Sein letzter Fehler war dieser Stacheldraht. Ich kann es ihm nicht verübeln, dass er versucht hat, hinaufzuklettern, aber er war dumm, seine Hände nicht zu schützen. Je länger er klettert, desto schlimmer werden die Wunden. Und selbst wenn der Draht sein Gewicht trägt, wird der Schmerz so überwältigend sein, dass er den Griff nicht lange halten kann. Wenn ich hier gewesen wäre, hätte ich mich bis auf die Unterhose ausgezogen und das Tuch sowie mein Hemd und meine Hose zum Schutz um meine Hände gewickelt. So wären wir schneller nach oben gekommen und niemand hätte gegen ein Krokodil kämpfen müssen. In dieser Nacht knallt der Mann seinen Eimer auf den Boden und lockt das Krokodil vom Abfluss weg. Er bringt das Reptil mit einem Trick dazu, ihm zu folgen und schafft es, es unter der Couch zu fangen. Auf dem Weg nach unten krabbelt er auf die andere Seite des Tunnels und ist erleichtert, etwas zu sehen, das ihm das Leben retten könnte. Es ist ein weiterer Abflussdeckel und er setzt seine ganze Kraft ein, um ihn wenige Zentimeter vor der Freiheit zu öffnen. Der Mann klettert nach draußen und ist froh, dass er diesem Ort endlich entkommen ist, doch plötzlich merkt er, dass er gerade in ein weiteres leeres Becken geführt wurde. Es gibt keinen Ausweg und er schreit verzweifelt auf, weil seine letzte Hoffnung auf ein Leben zerstört wurde. Er klettert zurück in den Tunnel, ist aber zu erschöpft, um weiterzumachen und wird ohnmächtig.
Es ist der 7. Tag und die Lage scheint völlig hoffnungslos. Doch dann landet plötzlich ein ferngesteuertes Segelflugzeug mitten im Schwimmbad. Die beiden Männer machen sich auf die Suche nach ihrem vermissten Spielzeug und der größere Mann sieht sich nach etwas um, mit dem sie hinuntersteigen können. Als er eine Leiter in der Nähe entdeckt, lassen sie sie in den Pool fallen, verankern sie an einem Stapel Betonzylinder und gehen hinunter, um sie aufzuheben. Doch dann bemerken sie, dass die Hilfenachricht des Freundes immer noch auf dem Boden klebt. Die Männer denken, dass es sich dabei um eine Requisite für einen Werbespot handeln muss und beschließen zu gehen, ohne zu ahnen, dass Day hier in den Tunneln unter ihnen ist und gerade aufgewacht ist. Schnell krabbelt er zum Abfluss, um Hilfe zu rufen, und sieht die Männer weglaufen. Sie hören ihn nicht. Der Freund denkt, dass er am Ende ist, aber dann bemerkt er, dass die Leiter immer noch da ist. Es gibt eine letzte Hoffnung, herauszukommen, und das Krokodil ist das Einzige, was sie hindert. Er wickelt seine Hand in Stacheldraht und beschließt, es mit der Kreatur aufzunehmen. Als das Reptil näher kommt, stolpert der Mann und fällt zu Boden. Das Krokodil beißt ihm fest ins Bein, aber er schafft es, es wegzutreten und auf das Tier zu steigen. Er beginnt, auf den Kopf des Krokodils zu schlagen, während er um sein Leben kämpft, aber das Krokodil wirft ihn zu Boden und stürzt sich auf ihn, um ihm das Gesicht abzubeißen. In diesem Moment bemerkt er im Spiegel, dass seine Freundin am Gitter rüttelt und merkt, dass sie ertrinken wird, wenn er nicht rechtzeitig kommt. Verzweifelt reißt er das Bein der Couch aus und sticht es dem Krokodil direkt ins Auge. Das Reptil weicht zurück, aber als der Mann aufsieht, sieht er, wie die Betonzylinder wegrollen und die Leiter direkt aus dem Becken ziehen. Sein Weg nach draußen ist weg und seine Freundin wird ertrinken. Okay, dieser Typ hat keine Ahnung, was er macht. Mit einem Krokodil ums Überleben zu kämpfen ist eine Sache, aber seine Hände in Stacheldraht zu wickeln und daraus einen Käfigkampf zu machen, ist etwas ganz anderes. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass die Haut eines Krokodils viel dicker ist als unsere und das bedeutet, dass diese Strategie dir mehr schaden wird als ihm. Die Haut auf dem Rücken eines Krokodils ist 5 cm dick und besteht aus verknöcherten Schuppen, die im Grunde genommen schützende Knochenfragmente sind. Das ist viel zu hart für uns, um es zu durchschlagen und wenn jeder Treffer uns mehr Schaden zufügt, können wir nicht mehr unsere volle Kraft einsetzen. Das ist die dümmste Entscheidung, die er hätte treffen können. Aber wenn er klar denken würde, hätte er erkannt, dass es einen viel besseren Weg gibt, damit umzugehen. Im Moment ist die Freundin am Rand des Ertrinkens und die Leiter wird langsam hochgezogen. Mit diesem Krokodil zu ringen, ist eine riesige Zeitverschwendung, aber vielleicht können wir es ausmanövrieren. An meiner Stelle würde ich es hier auf die Couch locken, denn das ist die einzige Barriere, die wir zwischen uns und das Krokodil stellen können. Diese Reptilien sind schnell und stark, aber ihre Beweglichkeit reicht bei weitem nicht an die eines Menschen heran. Und genau das müssen wir ausnutzen. Wenn wir die Möbel hier ausnutzen, um das Krokodil zu blockieren, können wir schnell in die entgegengesetzte Richtung laufen und es abwerfen. Das Reptil wird Zeit brauchen, um sich neu zu positionieren und bis dahin habe ich einen freien Weg zur Leiter, bevor es verschwindet. Das ist eine sehr einfache Lösung, aber viel besser, als sich die Hände in Stacheldraht zu wickeln und ein Krokodil zu Boden zu ringen. Day muss jetzt so schnell wie möglich aus dem Pool entkommen. Die Leiter ist weg und der Mann hat alle Hoffnung verloren, aber es gibt ein großes Geheimnis, das dir dieser Film nicht verrät. Bevor er hier eingeklemmt wurde, hat er während der Arbeit am Set eine Pause gemacht, um seine Freundin zu sehen. Interessant ist aber, dass der Pool wohl ein Fenster an einer der Wände hat. Wir wissen, dass es nur zwei Pools in diesem Ort gibt, aber wir sehen das Fenster nie aus irgendeinem Blickwinkel. Der Film ist nicht ehrlich, wenn es um die Möglichkeiten geht, die wir haben, um zu entkommen, und das verändert die Art und Weise, wie wir über das Szenario denken. Die offensichtliche Lösung ist zu sehen, ob wir das Fenster aufbrechen können, um es zu benutzen, um zu entkommen. Das Interessante daran ist, dass es nicht aus Glas besteht, sondern aus sehr dicken Acrylschichten. Das bedeutet, dass es viel stärker ist und mehr als die 30-fache Kraft benötigt, um es zu zerbrechen. Das macht es zwar viel schwieriger, aber es gibt noch Hoffnung, denn wir haben tatsächlich etwas in diesem Pool, das ernsthaften Schaden anrichten kann. Die Abflussabdeckung ist aus massivem Metall und scheint über 10 Kilogramm zu wiegen. Sie waren volle 7 Tage in diesem Becken und das ist eine Menge Zeit. Wenn wir schon alle anderen Möglichkeiten ausprobiert haben und gescheitert sind, ist es viel produktiver, das Fenster einzuschlagen, bis es bricht, als unsere Energie auf den Kampf gegen ein Krokodil zu verschwenden. Der Mann fällt auf die Knie und das Krokodil stößt ihn zu Boden. Langsam krabbelt es zu ihm herüber und beißt ihm einen gewaltigen Biss aus dem Oberkörper, aber Day hat alle Hoffnung verloren zu überleben. Plötzlich beginnt die Freundin auf der Pfeife zu pfeifen, die er zurückgelassen hat.
Das ist das Einzige, was sie vor dem Ertrinken bewahrt, und dem Freund wird klar, dass er jetzt nicht aufgeben darf. Er greift nach oben und klemmt das Maul des Krokodils mit einem Stock ein, um seinem Tod zu entgehen, während die Kreatur versucht, ihn loszuschütteln. In diesem Moment hört er seinen Hund bellen und merkt, dass er auf den Pfiff reagiert hat. Er weiß, dass Lucky gleich springen wird und versucht, sein Haustier davon abzuhalten, den größten Fehler seines Lebens zu begehen. Doch der Hund springt vom Beckenrand und stürzt in den Tod. Es ist herzzerreißend und Day ist wütend. Als er ein Stahlrohr auf dem Boden aufhebt und sich auf Rache vorbereitet, springt er von der Couch, hebt die Waffe in die Luft und sticht sie direkt in das Maul des Krokodils. Er hat es getötet, aber seiner Freundin läuft die Zeit davon. Mithilfe des Körpers des Hundes zieht sich der Mann an der Wand hoch und klettert schließlich zum ersten Mal seit 7 Tagen aus dem Pool. Er rennt zum Gitter und versucht es mit Gewalt zu öffnen, aber es bewegt sich nicht, egal was er tut. In seiner Verzweiflung schnappt er sich ein Stahlrohr und versucht, die Luke aufzustemmen, aber sie ist zu stark, um sie aufzubrechen. Als er versucht, eine Hebelwirkung zu erzielen, schwingt er das Rohr über den Beckenrand und der Mann hält sich um sein Leben fest. Er weiß, dass es nur einen Weg gibt, seine Freundin zu retten, und zieht an dem Rohr, um das Gitter aufzubrechen. Er fällt zurück in den Pool, kann sich aber in letzter Sekunde am Rand festhalten. Mühsam zieht er sich wieder auf die andere Seite und geht zum Gitter, um seine Freundin zu retten. Der Mann lässt sich in das Abteil hinunter und zieht sie aus dem Wasser. Der Freund versucht, sie mit einer Herz-Lungen-Massage wiederzubeleben, aber sie reagiert nicht. Er bricht in Tränen aus und beklagt den Verlust von allem, was er so hart erkämpft hat. Plötzlich wacht die Freundin auf, hustet Wasser und sie sind erleichtert, dass sie sich lebendig wiedersehen. Er umarmt sie leidenschaftlich, bis er sich plötzlich daran erinnert, dass sie schwanger ist und das Leben sehr viel härter werden wird. Aber was denkst du? Wie würdest du den Pool besiegen? Lass es mich gerne in den Kommentaren unten wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlass uns gerne ein Like und abonniere uns für mehr Wie besiegt man Videos. Und habt noch einen verdammt guten Tag.